Grüß dich. Das Bundesarbeitsgericht hat über einen Fall entschieden, in dem ein Arbeitnehmer in einer privaten WhatsApp-Gruppe Vorgesetzte und Arbeitskollegen beleidigt hat und der Arbeitgeber daraufhin dann die fristlose Kündigung erklärt hat. Der Arbeitnehmer befand sich in einer rein privaten WhatsApp-Gruppe, die aus 6 Arbeitskollegen bestand, und diese Arbeitskollegen waren auch alle langjährig befreundet, 2 waren sogar verwandt. In dieser rein privaten WhatsApp-Gruppe hat sich dann der Arbeitnehmer gegenüber Vorgesetzten und Kollegen in beleidigender und menschenverachtender Weise, so hat es das Bundesarbeitsgericht dargestellt, geäußert. Welcher Wortlaut da genau gefallen ist, kann man der Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts leider nicht entnehmen. Diese Äußerungen sind dann auch irgendwie, auch das ist nicht bekannt wie, an den Arbeitgeber gelangt und der Arbeitgeber hat dann die außerordentliche, also fristlose Kündigung erklärt. Der Arbeitgeber hat dann gegen diese Kündigung Kündigungsschutzklage erhoben und argumentiert, dass das eben der private Lebensbereich ist, diese WhatsApp-Gruppe, und dass das den Arbeitgeber eigentlich gar nichts angeht und der Arbeitnehmer darauf eigentlich vertrauen durfte, dass diese WhatsApp-Kommunikation auch privat bleibt und nicht nach außen gelangt. Diese Argumentation hat sich auch das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht angeschlossen. Das heißt, die haben jeweils der Kündigungsschutzklage mit dem Argument stattgegeben, dass diese private Kommunikation eben dem privaten Lebensbereich unterfällt und deshalb schützenswürdig ist. Das Bundesarbeitsgericht hat das allerdings anders beurteilt, als der Arbeitgeber dann in die Revision gegangen ist gegen diese Entscheidung des Landesarbeitsgerichts. Das Bundesarbeitsgericht sagt nämlich, dass diese Vertraulichkeitserwartung der privaten Kommunikation nur unter gewissen Umständen gegeben sein soll. Und für diese Umstände kommt es eben darauf an, wie groß ist diese WhatsApp-Gruppe zum Beispiel und wer ist da alles so drin. Und diesbezüglich hat im Bundesarbeitsgericht der Vortrag des Arbeitnehmers, den der in dem gerichtlichen Verfahren gemacht hat, noch nicht ausgereicht. Deshalb hat das Bundesarbeitsgericht die Entscheidung dann jetzt wieder zurück an das Landesarbeitsgericht verwiesen und das muss jetzt den Sachverhalt noch mal weiter aufklären. Der Fall könnte deshalb am Ende so ausgehen, dass diese Kündigung wirklich rechtmäßig sein könnte, weil die WhatsApp-Gruppe vielleicht mit 6 Mitgliedern zu groß ist und man deshalb davon ausgehen musste fast schon, dass da was an die Öffentlichkeit gerät. Das heißt, als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer sollte man natürlich immer aufpassen, auch bei einer vermeintlich privaten WhatsApp-, E-Mail- oder SMS-Konversation kann es immer sein, dass dieser Text irgendwann an den Arbeitgeber rauskommt und dann könnte es wirklich im schlimmsten Fall, wie dieser Fall ja zeigt, zur Kündigung sogar kommen. Was meinst du dazu? Sollte man in der privaten WhatsApp-Gruppe nicht auch in der Lage sein, alles schreiben zu können, was man so denkt? Sollte da die Kommunikation nicht so vertraulich sein, dass auch der Arbeitgeber dann da keine Kündigung aussprechen kann, selbst wenn das irgendwann mal publik werden sollte? Schreib es gerne in die Kommentare. Wenn dich diese arbeitsrechtlichen Themen generell interessieren, abonniere doch gerne den Kanal und wir sehen uns natürlich gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!